Wir können jetzt mal hier reingehen und einfach mal schauen, ob wir da drin nicht vielleicht... Nö, der Typ ist ja auch immer noch normal. Okay, also normal tot quasi. Ja, ist ja gut. Beruhig dich. Ruhig, mein Kleiner. Einfach ruhig, mein Kleiner. So, wir gehen hier raus und dann gehen wir doch einfach mal in den Aufzug. Okay, der Aufzug ist in Ordnung. Wir können natürlich noch schauen, ob wir nicht vorher in die Krankenstation gehen. Weil wir ja natürlich Drogen brauchen, um... Ja, wie sagt man das? Uns zu heilen? Nö. Um uns am Leben zu halten? So. Wir müssen auf jeden Fall... Nö, also... Okay, also da geht's einfach nicht weiter. Das heißt, wir nehmen den Aufzug und dann geht's weiter. Gut, dann gehen wir in diesen Aufzug und schauen mal, wo wir da hinkommen. Das war jetzt eine interessante Chirurgie-Erfahrung. Ganz ehrlich, ich hatte da nicht wirklich Lust drauf, aber na gut, so ist es halt. So, ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, was da alles passiert. Ob man das alles richtig assoziiert oder nicht. So. A biological quarantine has been initiated. Level 2. Kitchen knife and snowflake are off limits. Level 3. Hydroponics is off limits. Schön. Perfect. Perfect. Genau. Where are you, John? Without the PDT, I can't track shit. Hydroponics. Or what's left of hydroponics. The shaft's covered in growth. I'm not going anywhere. Listen, wait. Let me check the blueprints. Yes, hydroponics has a service elevator. Affirmative. Keep me in the loop. So. Also. Irgendwelche lustigen Gewächse. Oh, Lianen. Die Lianen sind so reichlich gewachsen, dass ihre dicken Ranken in das benachbarte Labor vorgedrungen sind. So, die scheinen einfach toll zu wachsen. Edwin Tiong, Zivilist, persönliches Datentag 934433, GNS, Sicherheitsstufe 0. Das helle Licht in diesem Türeingang deutet auf ein weiteres Labor hin. Da können wir hin, da können wir hin. Ja, okay. Also, die Frage ist, ob wir da hingehen. Ventilatoren. Obwohl die Ventilatoren eigentlich gedacht waren, um für Luftzirkulation zu sorgen, helfen sie nun beim Heranzüchten der Vegetation. Lianen bedecken den Fahrstuhlschacht. Der Fahrstuhlschacht ist jetzt auf einer dicken Laubschicht bedeckt. Meine Fresse. Also nochmal. Der Fahrstuhlschacht ist jetzt mit einer dicken Laubschicht bedeckt und türmt sich drohend über dem Raum auf wie ein riesiger Waldpilz. So, die Frage, die ich mir jetzt gerade ein bisschen stelle, ist, nachdem ich was getrunken habe, im Moment. Die Frage, die ich mir jetzt dann gerade stelle, ist, in welches Labor gehen wir zuerst? Also so von der Optik her sagt er das hier, komm her. Aber ich will erstmal... Und das hier sagt er, sei der Letzte. So. Ach komm, wir gehen einfach mal da rein. Und dann schauen wir, was es dort gibt. Überwucherung. This is ridiculous. How did it grow this wild in a few months? Ja, vor allem hier gibt's ja auch gar keine Nährlösung. Es sei denn, die Viecher haben sich halt von den Menschen ernährt. These plants can naturally develop this fast.
Kane developed the technology to accelerate plant growth. Oxygen is big business. Okay. Keita Yamada, ziviler Verbindungsoffizier, persönliches Datentag 99149, Sicherheitsstufe 1. Gibt's da noch einen anderen? Nö, ist nur einer. Ah doch, James Herbert, Schiffsjunge, persönliches Datentag 98867, Sicherheitsstufe 0. Verschlossene Tür, diese Tür scheint verschlossen zu sein. Überwucherung. Ein Netz aus grünen Venen schlängelt sich über alle Oberflächen. Kaputter Zerstäuber. Der Zerstäuber ist zu schlimm beschädigt, als dass er noch repariert werden könnte und komplett mit Lianen umschlungen. Die Zerstäuberkammern wurden umgestoßen und liegen jetzt nutzlos auf dem Boden. Dies ist eine Untersuchungsplattform für Exemplare und Proben, die in der Glaskammer hineingelegt werden. Okay. Computerterminal. Also wir haben hier zwei Computerterminals und einen rauschenden Monitor. Ein weiterer Monitor, der das Lieblingsprogramm auf dem Schiff abspielt. Rauschen. Gut, dann gehen wir mal zu diesem Computerterminal. Vielleicht können wir ein Pommer einschmeißen oder so. Dr. Sebastian Gray. 2. Januar. Endlich. Endlich haben wir mehr Platz für den Lünsessi-Havi-Stamm, an dem ich so hart gearbeitet habe. An Tagen wie diesen zeigt die Menschheit wirklich, warum sie vor allen anderen aus dem Ozean gekrabbelt kam. Mein Bereich wurde vergrößert, ich habe mehr Mitarbeiter, das ist wahr, aber sie sind Drohnen und haben wenige Funktionen. Jetzt können wir das Forschungspotenzial von Project Kitchen Knife erweitern und schauen, was diese Pflanzen noch hergeben. Die Sauerstoffproduktionsrate weicht erheblich von dem ab, was die anfänglichen Schätzungen hätten vorhersagen können. Letztes Jahr wurde das zum am schlechtesten gehüteten Geheimnis auf der Groom Lake und auf einmal hatte ich mehr Praktikanten, als ich sinnvoll hätte unterbringen können. Ihre einzige Aufgabe ist es, überall herumzustolpern und nervige Fragen zu stellen. Ich habe viel zu wenig Zeit, um die zu beantworten. Wäre doch unsere Welt mehr wie die der Insekten. Ich habe zahlreiche Arbeitskräfte und Drohnen, aber niemand davon ist uneingeschränkt loyal. Bienen arbeiten und arbeiten. Ihr Glaube an ihre Königin ist unbeirrbar und hinterfragt nicht. Diese Art der Loyalität ist unbezahlbar. Meine Praktikanten haben bestimmt ihren Nutzen, schätze ich. Wir brauchen immer Freiwillige, die bereit sind, sich in die Nähe der Königin zu wagen. 16. Februar. Bin ich hier eigentlich nur von menschgewordenen Unfähigkeit umgeben? Einer dieser verblödeten Praktikanten ist der Königin zu nahe gekommen und sie hat ihm ihre Zuneigung gezeigt. Ganz amüsant, das Ganze. Nur nicht für ihn. Das bedeutet allerdings auch, dass ich noch eine Unfallnachbesprechung mit dem Vorstand über mich ergehen lassen muss. Dr. Malan stellt mich zu gerne auf die Probe. Ich sehe ihn auf der Anhörungsbank sitzen und mich mit dieser hochmütigen Miene angrinsen, die er über die Jahre perfektioniert hat. Ich schätze, ich muss mich bei ihm für meine jetzige Position bedanken, denn dank seiner Empfehlung hat mich der Vorstand überhaupt erst eingestellt. Trotzdem glaube ich, dass er wirklich Gefallen an diesen kleinen Machtspielchen gefunden hat. Er hat mich gern unter seiner Fuchtel. Das, mein lieber Doktor, ist allerdings nur eine vorübergehende Situation. Sobald dieses Projekt abgeschlossen ist, werden die Schachspiele, die wir so oft austragen, nicht mehr unser einziges Schlachtfeld sein. Was das Projekt angeht, sind einige der Insekteneier nicht erwartungsgemäß geschlüpft. Ich habe den Verdacht, dass die Königin deshalb aggressiver war als gewöhnlich.
Es gibt mehr als genug Drohnen, die die Sammlung fortführen können. Ihre einzigartigen chemischen Eigenschaften wirken Wunder an den Pflanzen, auch wenn mir seit dem letzten Vorfall die Praktikanten ausgegangen sind, die bereit wären, in ihrer direkten Nähe zu arbeiten. Die Mitarbeiterin, die ich am meisten schätze, ist Akiza. Zu meiner Überraschung habe ich festgestellt, dass sie mit dem legendären Dr. Tenchu aus den Eugenikkriegen verwandt ist. Ich hatte überlegt, es ihr gegenüber anzusprechen, aber sie scheint sich merkwürdigerweise zu schämen, dass er zu ihren Vorfahren zählt. Ohne Männer wie ihn wäre unser Beruf nur eine leere Hülle dessen, was er heute ist. Andererseits wäre die Genforschung ohne ihn nicht mehrere Generationen zurückgeworfen worden, oder? Ach ja, das ethische Dilemma, dem wir Männer der Wissenschaft uns gegenüber sehen. Die Insekten sind unruhig. Sie toben in ihren Apiarien und sind aggressiver als gewöhnlich. Meine persönliche Schlussfolgerung ist, dass die Anwesenheit dieser Marineschläger an Bord des Schiffes der Grund dafür sind. Überall sind bewaffnete Wachen. Neulich hat mich einer von denen angehalten und mich gefragt, warum ich in die Hydrokultur will. Nachdem ich ihm erklärt hatte, dass ich der Chef des verdammten Projekts bin, habe ich dafür gesorgt, dass er von seinem Posten und dann vom Schiff entfernt wurde. Das ist der blanke Wahnsinn. Wie soll ich mit diesen Schlägern hier überall Fortschritte erzielen? 23. September. Ich kann mich erinnern, mich über die Praktikantenschwämme beschwert zu haben. Wären sie doch jetzt noch hier. Ivan und Theodor sind beide gestern aus ihren Zimmern verschwunden und ich musste mit der Security über ihren Verbleib sprechen. Sie waren Akizas Assistenten und jetzt ist die Produktion des Gelee Royal der Königin exponentiell zurückgegangen. Das war ein herber Schlag. Aber in unseren Pflanzentöpfen ist eine ziemlich außergewöhnliche Anomalie aufgetreten. Ein bisher unbekannter Pilz. Der Ursprung ist mir ein Rätsel. Das fungale Wachstum ist faszinierend. Ich dachte zunächst, dass es sich um eine ganz banale Schimmelart handelt, wie man sie im Garten findet. Aber eine grundlegende Analyse von Akiza scheint eine neuronale Aktivität zu belegen, was so viel heißt wie, dass er rudimentäre Zeichen von Intelligenz aufweist. Wir haben ja schon einige ungewöhnliche Spezies hier geschaffen, aber die Vorstellung eines quasi intelligenten Pilzes, der von allein wächst und sich entwickelt, ist atemberaubend und ehrlich gesagt beängstigend. Ich habe Akiza die Überreste ihres Teams gebeten, den Pilz zu kultivieren, aber Vorsicht dahingehend walten zu lassen, wo er verbreitet wird. 24. Oktober. Einer von Dr. Malans Assistenten hat mich gefragt, ob die Pilzsubstanz, die in den Tiefen des Schiffs entdeckt wurde, irgendwas mit uns zu tun hat. Ich habe natürlich gelogen, aber das ist alarmierend. Zuerst sind unsere Experimente gediehen, vielleicht haben wir in letzter Zeit mehr Mitarbeiter verloren, aber unsere Experimente waren überaus fruchtbar. Unter uns gesagt sind die Eigenschaften dieses Pilzes ebenso außergewöhnlich wie beängstigend. Er hat die bemerkenswerte Fähigkeit, die Kontrolle über das zentrale Nervensystem und den Hypothalamus eines lebenden Subjekts zu übernehmen, so wie bei dem Affen, den wir zu Testzwecken verwendet haben. Der Affe hat in den ersten Tagen, nachdem er dem Pilz ausgesetzt war, gequietscht und außer sich vor Wut um sich geschlagen. Doch dann hat er seine Umgebung beobachtet, wurde still und auf unheimliche Weise intelligent. Es ist eindeutig aggressiv. Aber welches Virus ist das nicht? 1. Dezember. Nein, nein, nein. Es ist offiziell. Wir haben die Kontrolle über das Deck verloren. Eden ist jetzt eindeutig in den Fängen der Monster. Es sind merkwürdige Dinge geschehen. Ich habe zugesehen, wie der Pilz die Kontrolle über das Deck übernommen hat, wie er die Besatzung besiedelt hat
Und zu meiner großen Schande habe ich ihnen beim Sterben zugesehen und ihre toten Körper untersucht. Niemand kommt an den Töpfen vorbei, weil die Insekten so aggressiv sind, dass sie selbst Solomon, als er in seinem Strahlungsanzug vorbeiging, das Ding vom Körper gerissen und ihn totgestochen haben. Es dauert nur wenige Augenblicke. Ich lebe trotzdem in der Hoffnung, dass die Insekten sich an mich als ihren Schöpfer erinnern und mich vielleicht als einen der ihren sehen. Ja klar, natürlich.